Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unstablecraft. Let's start again. Und wie ihr in der Vorschau sehen konntet, in der Timelapse, habe ich heute ein bisschen fleißig gefarmt. Ich habe unter anderem eben eine Pyramide gefunden, in der ich irgendwie 3 Diamanten erbeuten konnte und etliche andere Dinge. Und ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt damit. Oh ja, gut, das ist jetzt auch gut, dass ich hier zufällig einfach eben mal am Bett den Spawnpunkt gesetzt habe. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, wie ich mehr Platz in mein Inventar bekomme und habe gesehen, man kann auch Taschen craften und die kann man upgraden. Ich habe jetzt eine auf Tier 3 gebracht, eine Tasche. Und ich habe mir gedacht, eine hebe ich mal auf, die kann ich ja nochmal jetzt schnell craften, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht spielt der ein oder andere auch dieses Modpack und überlegt sich auch vielleicht dann, ich würde gerne auch so eine Tasche haben wie der Kevin. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie sieht der Enderman-Head aus? Okay, alles klar. Vielleicht denkt er sich ja, ich will auch so Taschen haben und weiß nicht, wie er genau die craften soll. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ist eigentlich ganz simpel, dazu brauchen wir eigentlich nur, wir müssen noch einmal Holz machen. Wir brauchen einmal eine Kiste, zack, dann brauchen wir 4-mal Wolle, die kommt so, nicht so. Und dann kommt nochmal außenrum ein bisschen von den Spinnenweben, also ein paar Strings, 4 Stück. Also 4 Wolle, 4 Strings, eine Kiste. Und dann hat man einen so eine Tasche und jetzt kommt wieder das nervige Crafting-Rezept. Ich mache das jetzt einfach wieder so. Also man kann auch einfach hier Shift-Linksklick auf Plus machen. So, und dann brauchen wir 3 Stück von diesen Upgrades. Die sind nämlich ganz wichtig, wenn wir die Tasche noch etwas größer machen wollen. So, weil dann legen wir die Tasche einmal so rein. So, dann haben wir die Tier 2, dann legen wir 2 so, dann legen wir hier die Tier 2 hin. So, und jetzt haben wir 2 T3 Taschen. Die sind schon gar nicht mal so schlecht. Die haben schon ordentlich Platz auf jeden Fall. Also wenn man so ein bisschen auf Erkundungstour geht oder ein bisschen was farmen will, dann passen die sich auf jeden Fall gut an, die Taschen. Und sind auch wirklich, wirklich, ja, sehr, sehr nützlich. Und ich habe jetzt noch ein bisschen hier von dem ganzen Zuckerrohr genommen und habe vorhin ein bisschen Papier gecraftet. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Und ich habe auch schön viele Kühe getötet, denn wir wollen heute ein Enchantment-Table bauen und wollen ihn direkt auf die höchste Stufe bringen. Und dafür brauchen wir ordentlich Bookshelves oder Shelves, wie auch immer, also Bücherregale. Und die müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal sehr fleißig craften. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen Zuckerrohr. Ich habe nämlich so ein bisschen Bedenken, dass der Zuckerrohr nicht reichen wird. Ich hätte da vielleicht doch noch ein bisschen fleißiger sein müssen und mehr farmen sollen. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Ich habe aber auch kein Papier mehr. Das habe ich alles verbraucht, als ich mir diesen doofen Papiercleaver gemacht habe, der mir jetzt am Ende eh nichts mehr nützt. So, und Bücher gehen ja ganz leicht. Da macht man einfach so, so, so. Zack, dann haben wir unsere Bücher. Ja, dann craften wir nochmal welche. So, dann machen wir hier nochmal welche. So, und dann machen wir nochmal welche. Und nochmal. Ja, da kriegen wir gut Bücher raus. So, zack. Wir haben jetzt, wo sind die Bücher hin? Ach, die sind hier direkt ins Ding gegangen. Okay. So, dann machen wir jetzt Bücherregale. Ich glaube, wir brauchen für das höchste Level circa 15 Bücherregale. So wie es aussieht, kriegen wir die aber auch mehr als dick hin. Boah, Junge, erschreck mich doch nicht so, du blöder Villager immer. Manchmal denke ich, da kommt ein Creeper um die Ecke.
So, zack, und dann haben wir jetzt auch noch unsere Bücherregale, glaube ich, beisammen. Ja, 20 Stück reichen ja mehr als dicke. So, dann würde ich sagen, dann heb ich jetzt mal eben in der Zeit hier mal ganz kurz irgendwie einen Raum aus oder so. Ich werde mir hier so einen geheimen Keller bauen. Irgendwo hier wird es runtergehen und dann wird da der Enchantment-Table sein. Ich fange jetzt erstmal an, den Raum eben schnell zu bauen. Natürlich werde ich mir auch noch früher oder später ein Haus bauen, also da müssen wir uns gar keine Sorgen drum machen. Ein Hausbau wird auf jeden Fall kommen, keine Sorge. Aber mein Ziel ist es jetzt erstmal relativ schnell an ein starkes Equipment zu kommen, um dann einen Wizard zu töten, um mir den Angel Ring zu machen und vor allen Dingen um mehr Upgrades für meine ganzen Tinkers Construct Sachen freizuschalten quasi, damit ich einfach da, was das angeht, echt gut bedient bin. So, das sollte auch schon passen eigentlich. Wir können sogar noch ein paar Bücherregale mehr machen, die passen da nämlich dicke rein. Das sollten wir vielleicht auch mal eben schnell machen. Ich habe ja noch ein bisschen Holz. Weiß nicht, noch mehr habe ich aber, glaube ich, anscheinend nicht jetzt wirklich. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber egal, machen wir mal eben noch mal 3 Stück dazu. Die sollten für den Anfang erstmal reichen. Wenn ich dann irgendwann den Luxus habe, dass ich dann noch mal ein bisschen mehr Bücherregale habe, dann kann ich die hier hin tun. So. Ich hoffe nur, dass wir noch Obsidian haben, obwohl ich habe ja ein bisschen was abgegossen. Also müsste eigentlich Obsidian, ja, okay, da ist ein Block jetzt. Wir gucken mal, wie viel haben wir denn hier noch drin? 2 Blöcke. Wir brauchen aber eigentlich mehr. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal eben schnell runter auf den Weg und holen nochmal eben Obsidian. Ich habe mir jetzt auch schon, während ich jetzt die ganze Zeit vorhin gefarmt habe in der Timelapse, überlegt, in der Zeit, wo ich die aufgenommen habe, wie ich das Problem mit Blood Magic angehen werde. Also ich habe entweder die Möglichkeit, über diese Corrupted Earth oder wie auch immer die heißt, Cursed Earth, ja genau, verfluchte Erde, eine Farm zu bauen. Ist die Frage, ob ich die sehr effizient hinbekomme. Dann habe ich mir angeguckt, wie man eine Standard-Vanilla-Villager-Farm bauen kann. Ist auch nicht ganz so verkehrt. Damit kann man auch schon ein bisschen was rausholen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr viel Arbeit, bis die wirklich effizient ist. Das Problem ist nämlich bei der Villager-Farm, dass die zwar Villager produziert, aber die Villager kommen erst als Babys und dann müssen die erstmal noch groß werden. Das heißt also, da habe ich so ein bisschen ein Problem mit. Ich weiß nicht, ob Villager-Babys als normale Villager bei Blood Magic zählen. Da müsste ich wirklich mal im Creative Mode gehen in einer anderen Welt und das mal austesten. Wenn das einer von euch weiß und vielleicht irgendeinen schriftlichen Beweis, ja. Alles klar, Kevin, Beweis? Einen Beweis hat, kann er das ja mal gerne posten. Vielleicht gibt es ja auf der Feed the Beast Seite oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber das muss ich mir erstmal vorher angucken, weil wenn ich nämlich die, ich sag jetzt mal Kinder, das hört sich jetzt irgendwie sehr grausam an, aber wenn man die auch opfern kann und dasselbe Blut erhält wie bei einem ausgewachsenen Villager, wäre das natürlich ziemlich krass, aber ich weiß nicht, ob die Kinder, die haben, glaube ich, ein bisschen weniger Herzen als ein ausgewachsener Villager und dadurch geben die, glaube ich, etwas weniger. Müssten wir auf jeden Fall mal schauen, ob es funktioniert. Wenn ja, dann machen wir eine normale Vanilla-Standardfarm. Ansonsten versuche ich über Ender.io das zu regeln, nur da muss ich eine Einstellung extra aktivieren. Aber ansonsten wäre Blood Magic irgendwie fast unmöglich zu machen. Und deswegen müssen wir da ja irgendwas haben. Ja, hier hätte ich auch noch Obsidian gehabt. Alles klar. Okay, das habe ich jetzt so ein bisschen verplempert. Egal, wir haben auch noch Bücherregale. So, zack, zack, zack. Ich glaube, da waren 2 Diamanten, die reinkommen, ne? Oh Mann, ey, ich will ungern von meinen Diamanten so viele opfern. Aber das muss sein. Wir müssen ja einen Enchantment-Table haben. Dann würde ich sagen, stellen wir den nämlich jetzt erstmal schön hier so dran. Und dann haben wir das auch. Sehr, sehr gut. Ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Level, denn wir müssen Sachen verzaubern ohne Ende. Ich würde sagen, um den ersten Wizard zu töten, brauchen wir ja eh auch Wizard-Köpfe. Und wenn man das schon gesehen hat in der Vorschau, ja, der Kevin, der hat nämlich fleißig Steaks an den Start gebracht. Ich würde sagen, Leute, wir werden das jetzt ganz leicht machen. Ich werde jetzt eine Timelapse reinhauen und werde in dieser Timelapse in den Nether gehen und werde versuchen, dort so viel es geht an Nether-Quarz abzubauen und mitzunehmen. Und unter anderem endlich eine verdammte Festung zu finden, denn die fehlt auf jeden Fall. Und die brauchen wir aber sowas von, damit wir dann wirklich Gas geben können. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal pennen und dann würde ich sagen, geht's auch schon los mit der Timelapse und wir starten in den Nether. Auf geht's! Let us detonate tonight.
Okay, Freunde, was die Neta-Farm-Tour anging, war ich jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe leider keine Neta-Festung gefunden. Dafür habe ich ein paar Dimensional-Shards gefunden und noch so ein bisschen Material. Und ja, ich hatte irgendwie so Slime-Block-Inseln gefunden. Aber leider keine Festung. Da müssen wir nochmal ein andermal unser Glück hier versuchen. Ich hoffe, dass ich irgendwann jetzt demnächst mal eine finde. Und die nächste Sache ist, ich hoffe, wenn ich jetzt durch dieses Portal gehe, dass ich nicht wieder instant sterbe. Denn das hatte ich jetzt letztens öfters mal. Ich hoffe, dass es nur ein kleiner Bug war. Ja, anscheinend war es auch nur ein Bug. Okay, sehr gut. Ich bin nicht gestorben. Trotz alledem, wenn wir jetzt alles verräumt haben, können wir auch direkt mal hingehen und können mal eben ganz kurz schauen. Hier haben wir Sticks, die können wir schon mal mitnehmen. Dann hatte ich ja noch Strings. Genau. So, dann nehmen wir mal hier von direkt 3 Stück. Zack, und hier von 3. So, sehr schön. Und Lapis Lazuli haben wir ja auch im Überschuss. Denn wir werden jetzt trotz alledem uns erstmal einen super geilen Bogen verzaubern. Ich hoffe, dass ich einen guten Bogen bekomme. Und das sei echt... Oh, da steht schon Punch 1, ey. XP Boost 1. Es gibt sogar XP Boost. Moment, könnte ich sogar das Schwert? Nee, das kann ich nicht verzaubern. Oh, Leute. Ich weiß nicht, soll ich das oder das machen? Aber dann beim XP Boost nützt ja nichts auf dem Bogen, ne? Komm, wir verzaubern ihn mal. Und wir haben Unbreaking 3 und Punch 1 bekommen. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ach, genau, wir sind ja eine 1.10er, Leute. Das Gute ist nämlich an der 1.10er, man verbraucht immer nur 3 Level. Das heißt, ich könnte sowieso die Level drüber fahren. Warum habe ich eigentlich meine Spitzhacke zerstört? Das war eigentlich dumm von mir gewesen dann. Ernsthaft, das war wirklich dumm gewesen. Denn, hatte ich nicht noch... Ach ja, genau, hier hinten ist ein Obsidian-Block noch drin. Nee, ist auch nicht. Nee, ach, da sind sie. Ja, keine Ahnung, warum ich die Spitzhacke zerstört habe. Aber Leute, ich weiß eins, wir werden uns noch eine neue Spitzhacke eben machen. Darum werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal kümmern. Ja, wir werden noch eine neue Spitzhacke machen und dann werdet ihr sehen, was ich genau vorhabe, was ich heute testen will. Zuallererst brauche ich noch mal ein bisschen Papier, da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass vielleicht das Zuckerrohr so ein bisschen gewachsen ist, dass ich daraus gleich schön was anfertigen kann. Ich habe hier schon Kobalt drin, denn Kobalt eignet sich sehr gut, um Gegenstände herzustellen. Vor allen Dingen eine Kobalt-Pickaxe kann auch Kobalt abbauen, das heißt, ich brauche nicht unbedingt Effizienz drin. Denn ich werde das so machen, dass ich den Stick, also den Griff, quasi, ich sag jetzt einfach mal den Griff von der Spitzhacke und den Kopf, das werde ich beides aus Kobalt gießen und das Bindungsstück werde ich aus Papier machen. Einfach aus dem Grund, ich denke, dass sie dann eine ordentliche Anzahl an Haltbarkeit haben wird. Die hier hat ja schon 100 Durability, ich weiß nicht, wie viel jetzt meine haben wird. Ich hoffe, dass sie aus Kobalt dann doch noch ein bisschen mehr haben wird, denn dann können wir erstmal ein bisschen mehr Upgrades reinknallen, das müsste klappen. Und unter anderem... ja, hat sie eine gute Haltbarkeit. Deswegen hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt machen wir hieraus erstmal schön Papier. 27 Stück. Das hat gepasst. So, und dann haben wir hier so ein Bindungsstück. Sehr gut. So, und das Kopfstück ist auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, craften wir uns die jetzt erst einmal. Wo haben wir sie denn? Da, Spitzhacke. So. Dann hauen wir das rein, das hauen wir rein und das und die hat 816 Durability und die hat sogar 4 Modifier. Wir gucken jetzt mal, wenn ich hingehen würde, weil die hier zum Beispiel, die ist aus Obsidian komplett gegossen und die hat gerade mal 100 Durability. Was ist denn, wenn ich jetzt hingehe und sage dem, ich will hier raus auch einen Stick machen und hau zum Beispiel in die Spitzhacke als... Moment... Wo haben wir es denn? Da. Was ist, wenn ich das noch reinhaue? Okay, dann hat sie sehr wenig. Okay, wir machen nur das Bindungsstück aus Papier. Dann haben wir nämlich jetzt hier eine Pickaxe mit 800 Durability, die auch schon ein sehr hohes Mining-Level hat. Speed 12. Die hat Mining Speed 15. Also die ist nur um 3 schneller. Das geht eigentlich. Das ist jetzt nicht so ein gewaltiger Unterschied. Und dann können wir die nämlich jetzt noch upgraden. Eines der ersten und wichtigsten Upgrades wird dieses Reinforced Obsidian Upgrade sein. Deswegen muss ich gleich Obsidian auch noch holen ohne Ende. Denn ich habe die Idee, das mal auszuprobieren, ob ich mehrere von den Dingern da reinklatschen kann. Weil wenn das klappen sollte, dann die Idee dahinter ist ja, ein Teil gibt 20% Reinforced. Wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit
drei Modifiern mache, sind das schon 60%. Das heißt, ich habe mehr als die Hälfte Chance, dass die Spitzhacke keine Durability verliert, wenn ich irgendwas abbaue. Und wenn ich das dann noch höher mache mit 5 Modifiern, dann verliert sie gar keine Durability mehr. Deswegen will ich das mal testen, ob das funktioniert. Ich habe keinen Plan, Leute. Wir können es jetzt einfach ausprobieren. Ich kann diese Goldform ja zur Not auch wieder eingießen oder besser gesagt einschmelzen, wenn wir sie dann nicht mehr brauchen. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal los, oder besser gesagt, ich gehe jetzt erstmal los und versuche nochmal ein bisschen Obsidian zu organisieren und dann werden wir gleich mal ausprobieren, ob das klappt. Auf jeden Fall, wenn das klappen sollte, was ich mir gerade vorstelle, dann werden wir nämlich schauen, dass wir vielleicht, ich hätte den Hammer direkt mal mitnehmen sollen, dass wir dann aus Kobalt nochmal einen richtig guten Hammer machen und den dann genauso upgraden, weil dann kann ich, glaube ich, besser Diamanten farmen. Ich muss momentan versuchen, die perfekte Kombination der Upgrades und so zu finden, mit denen ich nahezu unendlich Materialien die ganze Zeit farmen kann. Das würde natürlich mit den Tools von Blood Magic auf jeden Fall gehen, aber das Ding ist halt einfach, dass in diesem Modpack der Nachteil definitiv ist, dass ich sehr schwer haben werde, für Blood Magic eine funktionierende Blutfarm herzustellen und eine richtig gute Blutzufuhr hinzubekommen, wie in Novus. In Novus war das ein bisschen leichter. Also ich sag mal so, es wäre richtig geil gewesen, wenn Novus ein 1-Zähler-Modpack wäre. Dann wäre Novus absolut der Übershit gewesen. Aber leider ist es das nicht der Fall, also ist das nicht der Fall gewesen, denn wenn ich schon sehe, wie flüssig dieses Modpack hier läuft, feiere ich das unnormal. So, ich hole jetzt noch ein bisschen Obsidian und dann testen wir das mal aus. 24 Obsidian sollten dicke reichen. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja erstmal nur 3 Upgrades herstellen und gucken, ob die reinpassen. Und ich hoffe, dass es klappt. Drückt mir die Daumen, Leute. Natürlich, bevor ich das jetzt in die Kobaltspitzhacke baller, testen wir erstmal was. Da gehen wir jetzt hin. Wir machen uns jetzt ein so ein Ding. Ich habe das ja schon in meiner Obsidian-Spitzhacke. Oder nee, in dem Hammer habe ich es drin. Ne? Ja, genau, da haben wir Reinforced, aber der hat kein Upgrade mehr frei. Das ist natürlich doof. Okay, da muss ich jetzt ein gewisses Risiko eingehen. Ich hoffe vielleicht, dass der Entwickler dieser Mod da nicht so dran gedacht hat, dass er sich vielleicht überlegt hat, okay, wenn man das jetzt mehrfach reinmacht, könnte man den Gegenstand ja quasi unzerstörbar machen. Und wir hauen jetzt einfach mal Reinforced rein und der hat jetzt eine 20-prozentige Chance, ja. Jetzt sind es sogar schon 40, nice. Und wir haben noch 2 Modifier übrig. Dann werden wir jetzt nämlich noch einmal das reinknallen, wenn es geht. Ja, jetzt haben wir sogar Reinforced 3. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir 60% Chance, dass wir keine Durability verlieren. Und das ist schon echt abnormal viel. Das ist wirklich richtig, richtig viel. Und jetzt können wir einfach hingehen. Wo habe ich denn den Bemoosten? Ach, den habe ich hier mit dabei. Dann machen wir nämlich jetzt vom Bemoosten Cobblestone nochmal ein Moos-Ding hier. Ich weiß, dass ich jetzt 10 Level verliere. Das sollte aber kein Thema sein. Und dann hauen wir nämlich das jetzt auch noch in die Pickaxe rein. So, und wenn wir für die dann später nochmal Upgrades haben, machen wir nochmal Reinforced rein. Vielleicht kriege ich das sogar noch hin heute in der Folge. Wir können es mal eben testen. Ich glaube, wir brauchen nur einen Goldblock und einen Diamant. Ich meine, das müsste schon funktionieren, dass man so einen Modifier mehr reinbekommt. Not enough Modifiers, one needed. Okay, nee, das geht damit nicht. Dann war das, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Man kann, glaube ich, einen Goldapfel und einen Diamant oder so rein sockeln. Wenn ihr das wisst, die Kombination. Ich weiß auf jeden Fall, mit einem Netherstern geht es. Und wie die anderen gehen, habe ich jetzt echt keinen Plan mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon eine ziemlich starke Pickaxe mit der Kobaltspitzhacke. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Und dass das funktioniert, das ist schon mal ziemlich geil. Ich hoffe, dass man das bis auf 5 hoch machen kann, weil dann können wir nämlich noch bei 2 das reinknallen und dann muss ich mal gucken, was ich dann noch reinhaue. Auf jeden Fall sollte die jetzt keine Probleme mehr machen, was die Haltbarkeit angeht. Und dann werden wir nämlich in der nächsten Folge mal schauen, dass wir dann mit der losziehen. Ja, der Bogen ist ein bisschen dumm gelaufen, dass ich da nicht ganz so einen geilen bekommen habe. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Hier werden wir uns auf jeden Fall definitiv dann in Kürze einen besseren Hammer machen. Da werde ich dann 2 Kobalt-Dinger machen und die Creeper-Teile, die machen wir komplett aus Papier. Dann hat er auch deutlich mehr Durability, weil für das, was der drin hat, ist er halt richtig schlechter Hammer. Also das sind echt 2 schlechte Tools, die ich da gemacht habe, muss man ganz klar sagen. Und ich würde sagen auf jeden Fall, Leute, das war's dann heute von der Folge. Wir haben auf jeden Fall Diamanten geholt, wir haben einen besseren Enchantment-Table, also wir haben jetzt den höchsten, der geht. Und ich weiß auf jeden Fall, Moment, es ist doch auch Ender.io drauf, ne? Gibt es nicht von Ender.io auch einen Enchantment Table? Den könnten wir ja als nächstes mal bauen. Enchantment Table. So,
Da ist der Enchanter von Ender.io. Ja, dafür brauchen wir aber Darksteel. Da müssen wir auf jeden Fall mal mit Strom arbeiten. Dann würde ich sagen, dann werden wir das nämlich eher angehen. Dann kann ich damit nämlich Protection herstellen in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Dann werden wir uns daran machen beim nächsten Mal und werden gucken, dass wir dann von Ender.io uns den Enchantment Table machen. Ich dachte nur, für den Anfang wäre der Vanilla ziemlich geil, weil man nur 3 Level verliert. Und dann quasi, ja, richtig viel verzaubern kann, aber wir können auch zur Not auf den anderen wechseln, müssen wir mal schauen, was da lohnenswerter ist, aber wenn ihr die Sachen wisst wegen Tinkers Construct, um mehr Slots freizuschalten, könnt ihr mir auf jeden Fall Bescheid sagen, dann können wir nämlich nächste Folge noch einen ziemlich krassen OP-Hammer machen, ja gut, dass du da jetzt raus bist, das war unnötig und ja, ich würde mich an der Stelle von euch verabschieden, ich bedanke mich, dass ihr heute euch wieder die Folge von Unstablecraft angeschaut habt, wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, haut da rein, tschüss!